hast doch auch den Turm gesehen, der plötzlich mitten in der Stadt aufgetaucht ist, oder? Ich dachte schon, ich werde verrückt. Ich würde mich mit keinem Schritt da reinwagen. Wer weiß, ob er nicht wieder verschwindet. Mach's gut. Ein Zauberturm? Ja, klar. Du und Ace seid entweder verrückt, oder da draußen ist es schlimmer, als ich dachte. Ja? Verschwende nur nicht meine Zeit. Ich muss arbeiten. Zieh weiter. Ace meinte, dass ein neuer Turm in der Stadt erschienen ist. Er ist also einfach so aufgetaucht, als wäre er schon immer dort gewesen? Also ich würde mich ihm nicht nähern. Man weiß nie, was das Unkraut vorhat. Was brauchst du? Bis dann. Ich habe keine Lust zu reden.
Meister!
Ja, das lief mies. Das lief mies.
endlich vorbei. Ihr weckt das Rudel auf. Ich werde dann nicht die Schuld auf mich nehmen. Nehmt doch Platz. Ihr solltet nicht hier sein. Das Rudel tötet bei Sichtkontakt. Immer. Aber es ist schön, mal wieder ein neues Gesicht. Überhaupt ein Gesicht zu sehen. Setzt euch, aber seid still. Wenn das Rudel euch als Snack betrachtet, muss ich ihre Partei ergreifen. Ich komme klar. Die Köter finden meinen Fraß nahrhaft. Ich kann euch etwas davon verkaufen. Was wollt ihr wissen? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin ein Ausgestoßener. Die Buri verachten mich und die Wir wollen mich töten. Das Rudel ist meine wahre Familie. Ihr wollt die Geschichte hören. Na gut. Wisst ihr von der Einsammlung? Alle 7 Jahre schickt der ewige König seine Wir in die Dörfer. Sie stellen uns in der Reihe auf wie Vieh. Die Wir entscheiden, wer bleibt und wer gehen muss. Für die Buri ist dies eine große Ehre. Ich fühlte mich geehrt, bis ich erfuhr, was mit den Auserwählten geschieht. Nein, die Sklaven haben Glück. Die Auserwählten werden hingerichtet. Ich hatte Glück. Ich konnte fliehen. Die Buri meiden mich. Und die Wir jagen mich. Aber ich habe eine bessere Familie gefunden.
Ich habe gehört, dass er aus den Leichen ein Pulver macht, das ihm ewiges Leben gewährt. Das wisst ihr aber nicht von mir. Er darf nicht wissen, dass ich es weiß. Mein Volk, die Buri, sind Überlebenskämpfer und vom Leben abgehärtet. Der Überlebenskampf bedeutet dem Stamm alles. Die Schwachen werden ausgestoßen und vergessen. Fremde werden schnell vorverurteilt und angegriffen. Auch jene, die einst dazugehörten. Ein Tyrann ist sich nur selbst wichtig. Vertraut ihm nicht. Warum sollten sie? Wir sind eine Familie. Ich bin keine Ausnahme. Ich bin Teil der Familie. Es reicht. Hört auf zu fragen. Ja, das wäre besser. Würdet ihr nicht eure eigene Familie beschützen? Ich bin nicht böse auf euch, aber wenn sie es wären, wäre ich es auch. Ah ja, der Alpha. Keine Sorge, sie tut keinem was. Es sei denn, sie weiß, dass ihr hier seid. Gut. Wollt ihr eine Portion Hundefutter? Keine Sorge, es schmeckt besser, als es riecht. Danke für das Gespräch. Seid leise, wenn ihr geht. Oh, und bitte kehrt nicht zurück. Das Rudel könnte beim nächsten Mal wach sein. Eure Geräusche bringen euch noch ins Grab. Das war ja mal abgefahren.
muss mich bei euch entschuldigen. Ich wusste nicht, dass das Monster sich noch bewegt. Aber vielleicht sollte ich euch den Schaden an meinem Eigentum in Rechnung stellen. Ich mache nur Witze. Wie kann ich euch heute dienen? Ihr dürft. Watt selbst hat keine Geheimnisse. Na, bis zum nächsten Mal.
Alter! Du hast diese Riesenbestie in der Stadt ins Gras beißen lassen. Gut gemacht! Es gibt viele Holzmonster da draußen, aber dieses Ding hat echt eine komplett andere Schmerzgrenze. Bis zum nächsten Mal. Was jetzt? Ja? Verschwende nur nicht meine Zeit. Sind wir hier fertig? Hey, du. Was brauchst du? Bis dann. Vorbei.
los! Vorbei. Endlich vorbei.
Körperteile dran. Also ich würde sagen, es läuft. Wart hat alles, was ihr braucht. Ich habe keine Lust zu reden. Was? Na gut, dann wollen wir mal sehen. Ja, gut. Nun geh. Stop!
Oh, endlich vorbei. Oh, hallo. Ich sehe nicht so gut, aber einen neuen Kunden erkenne ich. Als die Gerüchte stimmen, habt ihr einen langen, schweren Weg beschritten. Sagt mir, warum glaubt ihr, dass ihr hier seid? Ich habe von ihm gehört. Er hat jedoch nie eine Audienz bei mir ersucht. Wahrlich eine Schande. Er verschwendete seine Zeit mit den törichten Akari, wenn er von mir, einem der Jahrhunderte miterlebt hat, hätte lernen können. Ich weiß genau, wonach ihr sucht.
Mein Kind, ich habe jahrhundertelang über die wahre Natur der Dinge nachgedacht. Ich habe die Muster und die Motive in der Symphonie der Welten gesehen. Euer Zuhause wurde von den Quarry überrannt. Ihr nennt sie die Saat. Das haben wir gemeinsam. Sie sind wahrlich der einzige Feind. Ihr strebt nach Erlösung und ich habe den Schlüssel. Dieser Schlüssel bringt euch nicht zu eurem gewünschten Ziel, sondern dorthin, wohin ihr müsst. Ihr kennt eure Erlösung besser als ihr selbst. Ah, ihr seid weiser, als ihr ausseht. Ich sollte euch warnen. Der Schlüssel ist nicht sicher. Er hat viele zu einem frühzeitigen Ende geführt. Wie dem auch sei, ich biete einen Tausch, eine Gefälligkeit in gutem Glauben. Es existiert eine lebhafte, urtümliche Welt. Sie ist von den Quarry unberührt, aber wird von unredlichem Vieh beherrscht. Diese Bewohner verehren insbesondere eine ungewöhnliche Bestie. Bringt mir das Herz dieser Bestie. Die Weisheit obsiegt